Ja, heute, ihr Lieben, heute wird es sehr romantisch, weil die Romantik nämlich heute unser Hauptthema ist. Die Nail Art drumherum. Ja, was gibt es Schöneres, wie davon zu schmachten, wenn man an den oder die Liebsten denkt? Ja, und sich da kreativ auszutoben. Und ja, okay, Valentinstag ist noch ein bisschen hin, aber geheiratet wird zum Beispiel auch im Herbst und Winter. Ja. Also, finde ich, passt es eigentlich das ganze Jahr. Und da haben wir echt einiges für euch heute dabei. Genau. Ganz viele verschiedene und coole Designs. Ja, das war so der schnelle Überblick. Ja. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt. Wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Ich bin Bianca Freigang, die Distribution und National Trainer für Deutschland und Österreich. Und ich bin Vera Tresing, ich bin Magnetic Ambassador. Ja, und herzlich willkommen bei German Nail Talk Live, präsentiert von Magnetic Nail Design. Lasst uns Starten! starten! Ja, eine, mit der wir gleich starten werden, das ist Henriette. Ihre Designs sind einfach irgendwie immer speziell und irgendwo ganz besonders, ne? Finde ich auch. Also sehr, sehr niedlich, immer so ein ganz besonderer Touch und kommen auch sehr gut bei den Followern an. Ja, sie hat absolut ihre eigene Handschrift ein Stück weit entwickelt und wie du schon sagtest, das sieht man natürlich an ihren Followern auch. Ihr wisst aber mittlerweile, wie es läuft. Bevor wir zu Henriette kommen, kriegt ihr natürlich eine kleine Vorschau, was sonst noch auf euch wartet. Und das ist ein Bild von Magda. Oh, super schön. Ich habe eben schon die Romantik und ja auch das Heiraten angesprochen. Das wäre perfekt dafür. Aber wie Ja. gesagt, vorher schauen wir uns Henriette an. Da sehen wir schon die One Coat Color Gele. Unsere Stiefkinder ein So ein bisschen so. bisschen, ja. Aber ich glaube, Völlig das zu Unrecht eigentlich. absolut zu Unrecht, aber Ja. ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Trend ganz stark Richtung Flaschenprodukte geht immer noch. Ja. Aber wer länger dabei ist, weiß, alles kommt wieder. Genau. Und die Klassiker halten sich. Ja. Wir haben hier den Vorteil, sie sind in der Struktur ein bisschen pastöser, ganz leicht. Also es ist jetzt keine dicke Creme. Und von daher sind sie gerade für diese Malereien on top, was sie macht, perfekt geeignet. Absolut perfekt. Und auch in der Kombination jetzt, wie sie es hier macht, mit einem bisschen Acrylpuder oder Reinforcing Reinforcing Powder, Powder, genau. genau. Das erinnert mich ja auch so ein bisschen an dieses Strickmusterdesign. Ja, Ne? Da haben ja. wir es sehr häufig in der Verwendung. Aber so wie sie es hier nutzt, mit diesen Kussmündern und Herzchen, finde ich es auch total genial. Richtig mega. Ja, Romantik kann definitiv auch ein bisschen sexy interpretiert werden, so wie Henriette uns das gerade gezeigt hat. Und ich fand das eine sehr, sehr, sehr coole Variante, muss ich schon Ja, finde ich sagen. auch. Und man hat gesehen, man kann ein bisschen spielen mit poppigeren Farben, mit ein bisschen ruhigeren Farben, das Genau. auch mal ein bisschen kombinieren. Ich finde es cool. Ja, jetzt wo du schon poppig sagst, die Katharina hat uns auch so eine Art Pop-Art-Design gemacht, aber auf romantisch. Die Sexy Ja. Secrets-Stempelplatte. Ein paar heiße Motive, wie ihr seht. Auf jeden Fall. Und wer den Nail Talk regelmäßig verfolgt, der weiß, dass sie das schon mal verwendet hat in einer sehr speziellen Variante Ja. und es jetzt abgewandelt hat, was ich total genial finde. Da sieht man halt auch mal, wie vielfältig diese Stempel Ja. eingesetzt werden können. Ja. Ne? Da, Finde ich ja, richtig vom cool. Stil her, wer es kennt, es geht völlig auseinander und Total. ist komplett verschieden. Ja. Und das hier trifft aber jetzt im Moment auch wirklich den Trend, ne? Total. Ja. Da sieht man schon, die Dame wird pink. Ja, man kann das Stamping natürlich selber um die ein oder andere Linie ergänzen, mal noch eine kleine Schattierung oder so mit reinmachen. Ja. Du hast Pop Art schon angekündigt, das sind Schattierungen relativ dezent gewählt.
nahezu keine. Genau, aber dafür kräftige Outlines. Genau. Ja. Und auch kräftige Farben. Ja. Das ist so das klassische Pink und Blau, ne, wie man das so kennt. Und natürlich dürfen die Lippen nicht untergehen, deswegen werden die jetzt nochmal extra betont. Und da bleibt sie richtig schön im Farbspektrum. Ja. Finde ich richtig geil. Ja, und jetzt mit diesem sensationellen Gelb wird der Hintergrund gestaltet. Ich möchte behaupten, es ist Pineapple. Ja, ich denke auch. Alternative wäre es Mimosa. Es ist unter der Kamera tatsächlich manchmal ein bisschen schwer zu erkennen mit dem Licht. Und diese Outline, sage ich jetzt mal, die passt natürlich perfekt zu diesem Pop-Art-Trend rein. Ja, die müssen jetzt auch wirklich extrem ausgearbeitet werden. Ja. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Na, auch dafür muss man gutes Maß finden. Zu dünn geht es halt schlicht und ergreifend unter. Mhm. Ja, und hier bei den Fullcover, beziehungsweise bei dem anderen hat sie es richtig schön gesetzt. Ja, also ihr seht, da kann man echt viel mit spielen und aus ein und demselben Stempelmotiv komplett andere Emotionen auch rausholen für die Kunden. Ne? Sexy ist ja tatsächlich sowas, wo ich sage, trauen sich wenige. Ne? Es ist schon immer so, unter vorgehaltener Hand, aber ich finde, die Platte gibt echt viel her. Schaut sie euch mal genauer an. Und ich bin mir sicher, die ein oder andere kreative Idee wird dann von ganz alleine kommen. Was man natürlich auch sagen muss, im Kontrast zu den sehr knalligen Pop-Art-Farben, die wir gerade haben, gibt es natürlich Kunden, die das Ganze auch sehr viel gediegener haben möchten, ein bisschen natürlicher haben möchten. Und da kommen unsere Sheers mit ins Spiel. Die sind nämlich semi-transparent und geben quasi nur so einen Hauch von Farbe ab. Ja. Und ja, es sind somit ein ganz spezielles, ganz eigenes Bündel. Schaut es euch mal an. Ein sehr beruhigender Spot, wie ich finde, und auch ein sehr, sehr schöner. Und auch die Farben sind einfach nur genial. Die haben alle diese leichte Transparenz, passen wunderbar zu Brautdesigns oder vielleicht auch einfach über einen Babyboomer, um das Ganze nochmal so ein bisschen sanfter zu bekommen. Also ich liebe die sehr und der Liebling von denen ist für mich das Delicate Orchid. Also das kommt ständig zum Einsatz bei mir. Ja. Wer den auch verwendet hat, das ist die liebe Noemi, von der sehen wir gleich eine Demo. Aber vorher zeigt uns die Jessica noch ihr Design. Wieder am Mischen. Wir haben das schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, Jessica mischt sehr individuell. Ja. Gerade bei Naturtönen, Nude-Tönen, finde ich, muss es auch oft auf die Kundin mit abgestimmt werden. Ja, das stimmt. Auf die Haut der Kundin. Ja, auf den Hautfarbton, ja, ganz genau.
Und hier versucht sie bewusst, ein bisschen Ton in Ton auch das ganze Design zu halten. Das heißt, sie hat sich hier einen ganz leicht helleren rosa Ton abgemischt und macht ein paar Elemente, die sie quasi ja, abheben, dezent abheben lassen möchte. Genau. Aber noch weiß man nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Das wird aber gleich klarer. Aber auch alleine schon, wie sie jetzt diese Blüte da angeordnet hat, finde ich richtig schön. Also ich mag das ja auch mit dieser ungeraden Anzahl an Blütenblättern. Ja. Ne? Was es wirkt natürlich. Ja. Total natürlich, ja. Ja, aber das sind halt einfach auch so kleine Details, auf die man dann da achten kann, sollte. Ja, und auch, dass sie nicht einfach nur die Blume hinsetzt und gut ist es, sondern ein bisschen drumherum arbeitet. Genau, sie ergänzt das Ganze und jetzt wird es umrandet mit dem Linergel oder vielleicht auch mit der Mischung. Das, denke ich, ist einfach auch ein bisschen Vorliebenssache, genau. Was man lieber mag. Wenn ich Sugar, so wie sie es jetzt macht, nehme ich die Mischung lieber her, weil ich dann einfach keine Inhibitionsschicht drin habe. Das heißt, ich habe saubere Farbe am Ende. Ja, und jetzt denke ich, wissen wir, wo die Reise hingeht, genau. Es wird ein richtig schönes Spitzendesign, Lace-Design. Das erinnert fast so ein bisschen an so ein Brautkleid schon. Ne? Ja, so eine richtig schöne, grobe Spitze. Und da ist ja diese Art von Blüten doch relativ häufig. Total, ja. Super schön. Wichtig ist, dass wenn man weiß, man möchte hier so ein bisschen, ich sag mal, Netz zwischenpacken, dass man dann auch vorher schon Platz zwischen den einzelnen Elementen lässt. Also das nicht zu nah beieinander setzt. Genau. Ja, und da müssen dann auch wirklich schöne, feine Linien her. Die ganze Komposition ist sehr, sehr stimmig, finde ich. Ja, passt auf, dass er auch da im Netz oder in den Verbinden nachher nicht zu eng malt. Man soll ja schon noch ein bisschen durchgucken. Richtig. Und das Ganze dann geschmückt mit ein paar Perlen. Was es für mich tatsächlich zu einem absoluten Brautmotiv macht. Ja, diesen Halbperlen. Ja, das stimmt. Man kriegt zumindest gleich das Gefühl. Ja. Wahnsinnig. Ein Traum. Ich kann mir ein komplettes Set vorstellen. Ja, ja, da hast du es. Mega schön. Ja, ihr seht, man braucht manchmal gar nicht so wahnsinnig viel. Einfach nur durch Abmischen mit ein bisschen Weiß und die Grundfarbe kann man einfach schon wieder so viel mehr Tiefe reinarbeiten in das Motiv und kann da so ein bisschen was sich abheben lassen vom Rest. Ne? Ja, richtig, genau. Mischst du viel? Nicht so viel. Also was ich definitiv immer mische, das ist das Linergel mit dem Chirisa Sweeties. Ja, aber ansonsten... So die Gel Polish, so dieses Milchige? Ja, wenn ich was male schon. Dann schon. Ich denke auch, dass das tatsächlich was ist, was einige machen. Ich weiß nicht, wie sieht es mit euch aus? Mischt ihr euch auch gerne mal so die Farben milchig, gerade für solche Lace-Designs? Weil ich finde, dass das doch nochmal eine ganz andere Optik macht, wie wenn man die pure Farbe drunter setzt. Genau. Zumal man hätte ja eine komplett andere Farbe nehmen müssen, eine Kontrastfarbe, sonst sieht man ja gar nichts davon. Richtig, genau. Dafür war es jetzt einfach wirklich optimal und auch mit diesen feinen Linien, die sie gesetzt hat, da könnt ihr euch auch das Linergel zum Beispiel auch mit dem White is White Gel Polish abmischen, dass es ein bisschen dünner wird. Und apropos feine Linien, die Magda, die ist auch sehr für ihre feinen Linien bekannt und zeigt uns auch ein wunderschönes Brautdesign. Sie startet mit einem Blush. Ja. Das ist natürlich perfekt, wenn man das gleich in den Aufbau mit reinpackt, die passende Grundfarbe. Ja, ganz genau. Da wir so viele Blushtöne mittlerweile haben, bin ich mir auch sicher, dass für jedes Brautkleid was Passendes dabei ist. Absolut. Und sie hat direkt auch die Inhibitionsschicht, um die Chameleon Flakes einzulegen. Ja.
Und jetzt geht sie nochmal mit dem Blush drüber, um das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen. Aber es schimmert trotzdem noch durch und guckt dir das an, wie schön das jetzt schon aussieht. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan davon. Auch sie von den Chameleon nimmt eine Airbrush, Airnails-Schablone. Mhm. Da ist das Motiv jetzt nicht ganz so wichtig. Wir brauchen diese gerade Kante. Genau, es geht um die Kante, ganz genau. Und also das kann jede x-beliebige sein. Richtig. Und die tupft sie so ein bisschen an, dass sie eine Art Farbverlauf hat von der Kante weg. Mhm. Genau, mit dem Liner-Gel und dem Sponge-Tool. Und jetzt kommen die eben erwähnten feinen Linien und Ornamente. Und hier würde ich wirklich dazu raten, ein bisschen Chirisas Vitis mit in das Liner-Gel zu mixen, weil es einfach ein bisschen leichter vom Pinsel auf den Nagel fließt. Richtig, genau. Ihr macht euch damit die Arbeit wirklich leichter. Oh, jetzt schon so schön. Oh, ein Traum. Traumhaft. Wirklich ein Traum. Ja, zum Dahinschmelzen quasi. Da möchte man glatt nochmal heiraten. Ja, und da frage ich mich, ob sich da einer traut, Nein zu sagen am Altar. Also ihr seht, das ist wirklich so total auf die Romantik ausgelegt und auf dieses zarte, sanfte. Also bei mir weckt der Anblick auch sofort ganz weiche und warme Emotionen. Mhm. Und bei so Brautgeschichten muss ich euch ganz ehrlich sagen, fürs Studio würde ich es euch immer empfehlen, verbinde das Ganze in so einem kleinen Brautpaket und macht da auch die Handpflege mit dazu. Weil wenn ihr so schöne Nägel kreiert und die Haut drumherum einfach trocken und ungepflegt ist, das sieht nicht so schön aus, das verdirbt eure Arbeit. Und ihr wisst mit Sicherheit, die Fotografen an den Hochzeiten, die gehen immer nah ran. Also vergesst die Handpflege hier nicht. Und da ist die Seduction-Serie natürlich perfekt dafür geeignet. Die stelle ich euch hier mal vor. Seduction for the best moments in life. Ja, macht gleich direkt Lust auf eine Maniküre, wie ich finde. Und eine Portion Handcreme. Ja, Maske. Also richtig der Verwöhnmoment, absolut. Und ich finde es gut, dass du das gerade erwähnt hast, dass ihr die Bräute da ruhig mit einbeziehen könnt und die wirklich richtig verwöhnen könnt. Macht wirklich so ein Brautpaket. Ich finde, das kommt wirklich gut an. Und vielleicht die Männer nicht vergessen. Mhm. So eine klassische Maniküre beim Bräutigam ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. So, jetzt kommen wir aber zu Noemi und den angekündigten Orchideen. Es muss nicht immer alles rosa sein, wenn es um Romantik geht. Ganz zartes Vorzeichnen konturieren ist hier auch ganz clever für die Proportionen. Mhm. Dass man nicht nachher irgendwann merkt, oh, passt nur die Hälfte mit drauf. Ja. Und wieder mit den Color Concentrates. Ne? Also das ist wirklich ihr Markenzeichen. Und es funktioniert auch recht. Super. Ja, es gibt ihr absolut recht. Ich hätte sie gewechselt zu einem Detailer. Wichtig ist, dass man sich wirklich so eine Orchidee mal von der Nähe anguckt, den Aufbau der Blätter. Mhm. Was wiederholt sich ständig? Wie sitzen die, wie sind die angeordnet? Ja, das ist bei der Orchidee ja wirklich speziell im Vergleich zu anderen Blüten, das stimmt. Mhm. Und natürlich in der Farbgebung, sie schattiert hier schön sauber aus. Ja. Auch hier guckt euch die Orchideen mal an. Es gibt ja die einen mit den Pünktchen und die ohne Pünktchen. Mhm. Dann welche, die ziemlich satt generell sind. Andere sind sehr zart in den Farbtönen. Genau. Was ich finde, was immer geht, ist das, was sie gewählt hat, dieses, ich sag mal, von einer Magenta-Variante zu so einem hellen Pastellgelb, dieser Verlauf. Find das ich ist immer genial. Sehr, sehr leuchtend. Für mich hat es auch oft was Tropisches. Ja, ein bisschen. Richtig. Richtig.
passt halt einfach auch perfekt zusammen. Also ich finde die Kombination mit Pink und Gelb sowieso immer richtig toll. Ja. Und da sehen wir schon, es wird noch ein bisschen ergänzt, also auch drumherum, um die Blüte. Wir sehen auch, wo die kleinen Blatteinschläge sind. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, schaut sie euch mal genauer an, die Blüten. Ja, die sind halt nicht ganz plan. Ne? Ich denke, sie hat da jetzt auch ein bisschen Glasgel-Polish oder Base and Top mit Color Concentrate gemischt. Ja. Ne? Würde ich fast eher sagen. Ja. Einfach damit sie in dem Ton bleibt, den sie als Konturfarbe hatte. Ja, passt auch besser zu Noemi dann, ja, mit ihrer Arbeitsweise. Und sie arbeitet sich so Schritt für Schritt. Also einmal fängt sie mit dem Dunklen an, geht ins Helle und dann mit der Kontur und den Schattierungen und so arbeitet sie sich langsam wieder ins Dunkel zurück ran. Genau. Ja. Ja, aber nur durch diese vielschichtige Arbeit bekommt man dann eben halt auch einen möglichst realistischen Effekt. Ja, ne? Ja, das geht nicht mit einmal drüber malen, genau. Wo gut ist. Nee, und absolut ihr nicht. Seht auch in den Blättern so die ein oder andere Blattader, da ist dann wieder was Helles über einem Dunklen. Also ihr müsst da einfach mehrschichtig arbeiten. Ja, und jetzt wird das Ganze noch ergänzt. Ja, weil natürlich euch Ideen auch nicht einfach so in der Luft schweben. Nee, nicht wirklich. Und hier ist man natürlich ein bisschen frei. Man kann das ziemlich simpel halten und vielleicht wirklich nur das ein oder andere grüne Blättchen dran. Die haben ja nicht so wahnsinnig viel. Oder man nimmt nochmal, wie bei ihr, ein Blütenblatt mit auf oder Blütenblätter mit auf. Kommt natürlich auch darauf an, welche Farben möchte ich hauptsächlich auf dem Nagel haben. Richtig. Und ich finde es schön, dass sie sich da treu bleibt, dass sie die Farben, die aus der Blüte sind, fast da alle noch mal wiederholt. Ja. Und trotzdem ein bisschen blasser, damit die Orchidee der Hauptcharakter Richtig, bleibt. Richtig, genau. Und auch dieses zweifarbige Stamping, was sie da jetzt macht, finde ich richtig eine coole Idee. Ja. Ist einfach ein bisschen spezieller. Genau. Natürlich auch nicht ganz über die Orchidee, beziehungsweise sie wischt es da dann halt entsprechend wieder so ein bisschen weg, dass es nur so angedeutet ist. Ja, das ist ganz wichtig. Super schöne Kombi. Ja, jede einzelne Blüte ein wahrer Traum. Und wie du schon sagtest, total realistisch. Und das ist es, was, wo man dann stundenlang diesen einen Nagel angucken könnte und sich in den Details verlieren kann. Ja. Da braucht es natürlich sehr viel Übung und sehr viel Können auch, dass man dann in diesen vielschichtigen und in dieser realistischen Art malen oder zeichnen kann. Das geht ein ganz kleines bisschen einfach und vielleicht auch studiotauglicher mit anderen Techniken, so wie zum Beispiel mit den Rosen, die du uns mitgebracht hast. Rosen sind ja so schlichtweg das Romantischste an und für sich. Das ist so das Erste, woran man denkt. Und schauen wir uns Veras Rosen an. Ich mische diesmal sehr viel. Überraschung! Ja. Überraschenderweise ist es kein einfaches Weiß. Nein, es ist das Pearl Effect. Und ich habe ein bisschen Color Concentrate Rot und Schwarz mit reingemischt. Und das gibt einen schön bärig, super schönen Ton. Ja, also ich mag diesen Ton extrem gerne. Und den trage ich jetzt in einer relativ satten Schicht auf, weil gleich passiert noch was, um natürlich die Rosen zu kreieren. Und dafür brauche ich halt ein bisschen mehr Material. Es muss auch nicht so ganz sauber sein. Ja, aber satt heißt nur satt, nicht dick. Ne? Nicht dick, nein. Stelle also es sollte nicht fließen. Genau, und dann einfach habe ich hier mit dem Master Marbler einfach ein paar... Ja, wie so im Prinzip Spiralen, ne? Im Prinzip Spiralen reingesetzt, um ein paar Rosen anzudeuten. Und das reicht in dem Fall tatsächlich schon aus, um da gleich den Eindruck zu bekommen, dass das so ein kleines Rosenmeer gibt. Ha. Ja. Das Ganze dann natürlich einmal versiegelt. Ich stempel sehr, sehr gerne auf dem Extreme Matte und hier habe ich mit dem Liner Gel White gestempelt. Das kann ich mir dann hier, da wo ich es dann nicht haben will, schön entfernen.
Da war jetzt. Ich dachte mir, da kommt noch was. Der normale Stamping-Lack war jetzt keine Alternative. Genau, ich brauchte jetzt die Inhibitionsschicht von dem Liner-Gel für das Unicorn-Pigment. Das ist das Unicorn-Pink. Oh, die sind auch richtig, richtig klasse. Mhm. Mit denen kann man auch so spielen. Ja. Weil die durch das sie semi-transparent sind, auf jeder Farbe ergeben die eine andere Nuancierung. Richtig, richtig, ganz genau. Ja, und das bleibt dann natürlich auch nur auf diesen kleinen Herzchen sitzen. Ja, und um so einen leichten 3D-Effekt reinzukriegen, habe ich jetzt mit dem Liner-Gel pur und einem trockenen Detailer mache ich mir hier jetzt einfach ein paar Schattierungen hin. Ich denke, man gerade beim trockenen, beim Liner-Gel pur ist der trockene Pinsel oft die bessere Variante, um es mal grob zu verblenden. Mhm, genau. Ja, man könnte auch mit Base und Top arbeiten und das Ganze ein bisschen damit dann ausblenden, aber das ist halt Geschmackssache, ne? Also ich mag da die Variante dann gerne. Und jetzt einfach mit dem Liner-Gel ein paar Ornamente. Sollte auch so ein bisschen organisch dann aussehen. Ja, und es, durch den Schimmer von dem Unicorn-Pigment im Hintergrund kriegt es natürlich auch gewisse Tiefe. Genau, genau. Ja, und hier dann nochmal ein bisschen gemischt. Und zwar ist das jetzt das Liner-Gel Silver und wieder mit den Color Concentrates angemischt. Genau, dass der Farbton ein bisschen anders ist und sich jetzt eben halt von der Mischung mit dem Pearl-Effekt etwas abhebt. Funkelt natürlich nochmal eine ganze Ecke mehr. Der Pearl-Effekt. Ja, ganz genau. Und jetzt male ich da einfach so eine Line-Art-Rose. Das ist dieses Motiv, das viele kennen und sagen, ah, wie easy. Und wenn sie es dann das allererste Mal machen müssen, kämpfen sie tatsächlich, weil sie oft auch einfacher aussieht als sie ist. Aber das Schöne ist, man kann hier mit der natürlich schon auch schön spielen. Man kann sie mal größer machen, mal kleiner machen. Ich finde sie auch wahnsinnig mega, um Lücken zu füllen oder auch mal nur ein French damit zu machen. Genau. Ja, und dann natürlich einmal komplett versiegelt in glänzend. Cool. Und da habe ich euch noch mal so ein paar andere Variationen mitgebracht. Einfach auch mal nur als Fullcover vielleicht. Wäre sogar echt meins. Kann ich sogar verstehen. Es mag ja nicht jeder dieses Spiel aus Hell und Dunkel. Ne? Also ich würde mich da auch wahrscheinlich eher für die Fullcover-Variante entscheiden. Ja, oder viele tragen eben generell nicht so gerne dunkle Nägel. Ja, genau. Ja, also wir sind jetzt schon in romantischer Stimmung. Ich hoffe, ihr auch nach all diesen Designs und dass es euch gefallen hat. Ja, und dass ihr viele Inspirationen und Ideen für euch mitnehmen könnt aus der Folge wieder. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder sonst irgendwelche Fragen zum Team, dann schaut in den Webshop. Da findet ihr alle Produkte in der Übersicht und kontaktieren könnt ihr mich unter der E-Mail-Adresse info@magneticshop-deutschland.de. Den Shop findet ihr gleichnamig www.magneticshop-deutschland.de. Mhm, super. Da kann nichts mehr schief gehen. Das wird jeder finden, hoffe ich. Ich denke ja. Genau. Ich hoffe, ihr findet uns nächste Woche auch, denn nächste Woche dreht sich alles um Hybridnägel, nämlich um Blush meets Power Gel. Spannendes und sehr trendiges Thema. Genau. Wir hoffen, ihr seid mit dabei und wir sehen uns nächste Woche bei Germinal Talk Live.